Hi Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video von Prüfungsvorbereitung Metall. Heute in dem Video will ich euch zeigen, wie man diesen Werkstoff 16MNCRS6 im Tabellenbuch finden kann und wie wir auch die dazugehörigen Aufgaben hier lösen können. Wegen ins Tabellenbuch, ich habe die 46. Auflage. Und zwar gehen wir hinten aufs Inhaltsverzeichnis, das ist ganz hinten bei euch, und dort suchen wir nach Stahlsorten, also nach Stählen. Falls ihr die Stahlsorte kennt, dann könnt ihr auch gleich nach der Stahlsorte suchen, aber in dem Fall haben wir nur die Stahlbezeichnung gegeben. Dann gehen wir auf S, Inhaltsverzeichnis, dann gehen wir auf Stähle und Legierungselemente, das finden wir auf der Seite 473. Und die Stähle und Legierungselemente sind auf der Seite 130. Wir gehen auf die Seite 130. Und jetzt können wir von dieser Seite aus dann unseren Stahl raussuchen. Und zwar können wir jetzt die Seiten durchblättern und können jetzt unseren Stahl hier suchen, denn wir wissen nicht, welche Stahlsorte dieser Werkstoff ist. Und zwar habe ich es gerade korrigiert, und zwar ist der 16MNCRS5, den wir im Tabellenbuch finden. Und zwar ist es hier auf der Seite 133, 16MNCRS5. Und hier finden wir unsere verschiedenen Aufgaben, die wir benötigen, die Zugfestigkeit, unsere Bruchdehnung und die Eigenschaften und Verwendung. Ich würde euch auch immer empfehlen, diese ganzen Sachen zu markieren, die ihr benötigt. Welche Werkstoffsorte haben wir? Wir haben hier einen legierten Einsatzstahl. Wie groß ist unsere Zugfestigkeit? Die wäre hier 780 bis 1080 Newton durch Quadratmillimeter. Wie groß ist unsere Bruchdehnung? Die ist in Prozent angegeben, die wäre dann hier 10%. Da hätten wir hier noch unsere Eigenschaften, unsere Verwendung. Das wäre hier Teile mit wechselnder Beanspruchung, zum Beispiel im Getriebebau. Das wären die Zahnräder, Kegel und Tellerräder, Antriebsritzel, Wellen und Gelenkwellen. Davon können wir jetzt ein paar Punkte hinschreiben. Und was wäre jetzt der Unterschied zwischen den 16MNCR5 und den 16MNCRS5? Und zwar ist in diesem Werkstoff hier Schwefel drin. Was macht der Schwefel? Der Schwefel macht den Werkstoff leichter zerspanbar, sodass der Span besser bricht. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit dem Video weiterhelfen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Viel Spaß beim Lernen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.